Sagen wir mal, du möchtest die Tage zählen, die seit deinem letzten Geburtstag vergangen sind. Eine Möglichkeit, das zu tun, wäre halt, dass du sagst, du machst einfach einen Strich an deine Wand für jeden einzelnen Tag, der vergeht. Also für den ersten Tag machst du einen Strich, dann machst du noch einen für den nächsten und noch einen für den nächsten. Und dann würdest du jetzt hier drei Striche haben, also sind 3 Tage vergangen. Und so zählst du einfach jeden Tag die Tage, die vergangen sind seit deinem letzten Geburtstag. Ich mache jetzt hier mal einfach ganz viele Striche. Und irgendwann, wenn du halt wissen möchtest, wie viele Tage vergangen sind, brauchst du einfach nur die Striche zählen. Also in dem Fall jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also sind jetzt 23 Tage vergangen. Okay, dein System scheint ja soweit ganz gut zu funktionieren. Also einfach weitermachen und weiterhin Tage zählen. Tag ein, Tag aus, einen Strich mehr für jeden Tag, der vergeht. Bis dir irgendwann auffällt, ist es schon ziemlich anstrengend, jedes Mal all die Striche wieder neu zu zählen. Deswegen könntest du ja vielleicht auf die Idee kommen, du hast 10 Finger an deinen beiden Händen. Also warum gruppierst du nicht einfach mal diese ganzen Striche hier in jeweils Gruppen von 10? Dann brauchst du später nur schauen, wie viele Gruppen von 10 habe ich und zählst dann nur noch diese Gruppen und dann zählst du noch die Einer. Also, ich zeige dir am besten einfach mal, was ich meine. Ich zähle jetzt mal die ersten 10 hier oben ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die 10 Striche hier, die kriegen jetzt von mir mal so ein schönes, eine schöne rosa Umkreisung. Das mache ich jetzt mit den anderen Strichen auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die 10 hier bilden jetzt auch wieder eine Gruppe von 10 Strichen. Und weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nehmen wir den einen hier unten noch mit rein. Und so, zweite Gruppe. Und schaffen wir noch einmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, da ist dann noch eine Gruppe. Und dann bleibt noch einer übrig. Und der kriegt jetzt natürlich keine Umkreisung, weil das sind ja weniger als 10 Striche, die noch übrig sind. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich wollte dir ein bisschen helfen beim Zählen. Diese Strichzählweise sozusagen, dass du für jeden Tag, der vergeht, einen Strich machst, das ist eine Art und Weise gewesen, wie man früher wirklich Zahlen dargestellt hat. Aber, wie du ja selber schon mitbekommen hast, das hat schon ein paar Nachteile. Deswegen benutzen wir heute ein anderes Zahlensystem. Und ich zeige dir auch, was ich mit einem Zahlensystem meine. Kennst du bestimmt schon. Also unser Zahlensystem besteht aus den folgenden Zahlen. Und zwar 0, 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9. Und diese Zahl, die jetzt hier links steht, die du hier in Strichen dargestellt hast, die lässt sich auch in unserem Zahlensystem mit diesen neuen Zahlen hier oder mit diesen Zeichen sozusagen darstellen. Wie geht das? Das zeige ich dir. Also, du hast ja eben hier oben diese Gruppen herausgefunden und jede Gruppe hat 10 Striche. Also zähle ich jetzt mal, das sind 1, 2, 3, 4 Gruppen mit jeweils 10 Strichen. Also notiere ich mir jetzt einfach mal hier eine 4. Und dann blieb mir noch ein Strich über, der nicht in einer 10er-Gruppe ist. Also, ich mache den mal ein bisschen fett und blau. Das ist nochmal einer, der übrig ist. Den schreibe ich mal daneben. Diese Zahl hier ganz rechts nennt man in unserem Zahlensystem die Einerstelle. Weil die stellt halt dar, wie viele einzelne Striche du noch hast. Und diese rosa Zahl hier, also die zweite Stelle von rechts, oder halt die Stelle links neben der Einerstelle, die nennt man die Zehnerstelle. Du kannst jetzt bestimmt auch schon denken, warum. Weil die halt darstellt, wie viele Gruppen von jeweils 10 Strichen du hier drüben hast. Wir nennen diese Zahl hier 41, wenn wir dieses Zahlensystem hier verwenden. Aber auch das hier wäre die 41. Das sind also zwei verschiedene
Darstellungsweisen von eigentlich genau der gleichen Zahl. Du könntest genauso gut zum Beispiel auch sagen, wenn man diese Schreibweise hier nimmt, das sind genau 4 Zehner. 4 Zehner. Und dazu kommt ja nochmal, wie viele Einer wir haben. Also hier ist ja noch ein Einer. Also plus, weil es sind ja mehr, plus einen Einer. Oder du könntest auch sagen, naja, was sind denn 4 Zehner? Das sind halt 10 plus 10 plus 10 plus 10. Also 40. Und wie viel ist ein Einer? Naja, ein Einer ist halt ein Einer. Also nochmal zwei Darstellungsformen für eigentlich genau die gleiche Darstellung immer. Du kannst dir bestimmt schon denken, dass wir dieses Zahlensystem ja gewechselt haben und nicht mehr das so machen, weil die Schreibweise hier Vorteile hat gegenüber der hier auf der linken Seite. Zum Beispiel, hast du bestimmt schon gesehen, ist dir bestimmt schon aufgefallen, du brauchst viel weniger Platz an deiner Wand zum Beispiel. Guck mal, um die gleiche Zahl darzustellen, habe ich hier zwei Zeichen gebraucht und hier links habe ich halt, naja, 41 Zeichen gebraucht, halt 41 Striche. Und wahrscheinlich noch ein viel größerer Vorteil. Stell dir vor, du hast eine sehr, sehr, sehr große Zahl. Ich weiß nicht, zum Beispiel 2587. Da müsstest du hier 2587 Striche machen. Das wäre super, super nervig. Und stell dir vor, du müsstest das zählen. In dem Zahlensystem, das wir heutzutage verwenden, würdest du dafür nur 4 verschiedene Zeichen brauchen. Aber dazu erzähle ich dir später mehr.